Morgen! Hey, yo, Leute! Ich bin die Grafik Slotline. Willkommen zu einem weiteren Motovlog. Ich fahre heute mit dem Motorrad zur Berufsschule. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Man sieht also dezent schlecht mit verspiegeltem Visier morgens. Aber es geht noch, also ich finde, so viel schlimmer ist es gar nicht, als wenn man kein verspiegeltes drauf hat. Aber das tönt ja auch nur ganz bisschen. Was ist denn hier los? Junge, Junge, Junge. Und ich muss ja auch hier links, aber ich habe ja ein Motorrad, ne? Also ist ein bisschen Filtern angesagt, würde ich sagen. Das ist immer der Weg zur Schule. Mit dem Motorrad brauche ich irgendwie eine halbe Stunde weniger. Mit dem Auto brauche ich eine Stunde zur Schule. Mit dem Motorrad eine halbe Stunde oder so. Das ist voll sick. So. Und so drängelt man sich vor. Ganz easy peasy. Also Leute, verzeiht, wenn ich morgens noch nicht so ganz aufgedreht bin. Ich bin Morgenmuffel und so. Ich habe keinen Bock. Das Aufstehen ist immer wieder eine Überwindung für mich. Das ist halt echt das Geile, ne? Man kann halt mit dem Motorrad, wenn man zur Schule fährt, wenigstens Autos überholen. Mit meinem 55 PS Polo geht das nicht so ganz. Ganz gediegen, so ein paar Autos zu überholen. Achso Leute, und ich trage übrigens meine Textiljacke und Textiljacke, Handschuhe, Helm und Jeans, ne? Also nehmt euch kein Beispiel an mir. Nur ich hätte keine Jeans mehr mitbekommen, wenn ich jetzt die Lederkombi drüber gezogen hätte oder keine Textilhose. Nee, was laber ich da? Ich hätte keine Jeans mehr mitbekommen, wenn ich jetzt Lederkombi angezogen hätte oder so. Und genauso wenig irgendwie eine andere Hose, die hätte ich mitbekommen. Mein Rucksack ist schon komplett voll. Ich trage meinen Ordner nämlich eigentlich immer separat und nicht mit der Tasche. Und ich habe den da jetzt irgendwie reingequetscht und alles so ein bisschen gequetscht. Habe keine Butterbrote mit. RIP. Weil kein Platz mehr war und so. Und ja, kein Trinken mit. Muss ich mir dann alles irgendwie so da vor Ort bei der Schule holen. Ich muss ein bisschen Zeit gut machen, sonst komme ich zu spät. Hui. Yeah. So Leute, jetzt der Test, ob wir alle wach sind, ne? Hier kommt jetzt nämlich ein Tunnel. Und ihr wisst alle, was bedeutet, wenn ein Tunnel kommt. Langsam werden. Geil! Das ist doch schon mal ein Soundcheck am Morgen! Der vertreibt mich, kann man sagen! Alter, jetzt fängt es langsam an, dass ich aufgedreht werde, weil Motorradfahren macht schon ganz schön wach. Was nicht überholt wird, das gibt's nicht, ne. Also muss überholt werden. Das ist der einzig sinnvolle Grund, warum ich mit dem Motorrad zur Schule fahre. Es ist nämlich arschkalt. Ich meine, es waren jetzt zwar die letzten Tage, war ja das geile Wochenende. Keine Ahnung, wann das Video hochkommt, aber es war ja das geile Wochenende. Und ja, da dachte ich mir, fahre ich mit dem Motorrad zur Schule. Gute Idee, wenn es so kalt ist. Das Schlimmste ist ehrlich gesagt an den Händen, ne? Weil ich habe ja so, sieht man überhaupt gar nicht. Ich hab so Sommerhandschuhe, die schön luftdurchlässig sind. Natürlich eher suboptimal, ne? So, weiter geht die wilde Fahrt. Da war
Motorrad mir entgegengekommen. Ich habe es an den Lichtern erkannt. Das war hier die BMW. Hier die Luisas Papa hat. BMW. Diese hohe Reiseenduro-Dingsbumster. Ihr wisst, was ich meine. Schreibt in die Kommentare. Die war das, aber ich habe es erst zu spät erkannt. Wenn es so dunkel ist, sieht man eh nicht, ob man grüßt oder nicht. Von daher. Hui. So. Wieder ganz gelegen einordnen hinter dem. Das ist halt voll easy, ne? Man findet immer eine Lücke, wo man sich reindrängeln kann. Und weiter. Irgendwie wird es so langsam auch an den Beinen kalt. Ich weiß auch nicht warum. Eine rote Ampel. Das heißt ja, dass ich filtern muss, leider. Filter, 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 Filterboy, 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 Filterboy. Boah, schön, dass mein Motorrad so warm ist, ey, das wärmt mich richtig. Die 71, 72 Grad zwischen den Beinen. Ganz angenehm. So, die haben jetzt erstmal grün und dann haben wir wieder grün. Der Weg, das ist mein alltäglicher Weg. Auch zur Arbeit fahre ich diesen Weg. Jeden Tag. Yay. Jeden Tag immer eine halbe Stunde zur Arbeit und Stunde zur Schule meistens. Naja, wer von euch hat einen weiteren Schul- oder Arbeitsweg? Ich glaube nicht so viele, oder? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, den kenne ich. Oh. Hoppala. Die Ampel nicht gesehen. Ah, der hat sogar gewartet, ganz vorbildlich. Weil ich dem Shopper hinterher geguckt habe. Der hat gewartet, das war nett von ihm. Oh, jetzt wird die auch schon wieder rot, ne? Nee, oder? Nee. Normalerweise, wenn man schnell genug ist, dann kann man die Ampel da auch grün erwischen noch. Aber da stehen jetzt so viele, deswegen schaltet die halt schon so früh um. Da warten so viele an den Ampeln. Oh, was sind die für Bremsspuren? Alter, hier hat ein LKW eine Vollbremsung hingelegt. Ich bin mal gespannt, wie die ganzen Aufnahmen aussehen. Diese ganzen Nachtaufnahmen, sage ich mal. Ich glaube, die werden richtig beschissen. Die GoPro ist bei Nacht, naja, suboptimal, eher scheiße. Aber ich bin mal gespannt. Alter, das Motorrad ist schön warm, ne? Das ist so geil. Ich bin mal gespannt, wie die Aufnahmen aussehen, ob die überhaupt verwertbar sind. Aber ich habe ja auf Insta gefragt, ihr wolltet das Video, also bekommt ihr auch das Video. Ich hoffe nur, dass mein Mikrofonstecker richtig drin ist. Da habe ich nämlich in letzter Zeit das Problem, dass der übelst oft irgendwie rausgeht oder dass er sich verbiegt oder so, dass er dann nicht mehr funktioniert. Ich muss mir da irgendwie einen neuen machen, nehmen oder bestellen oder so, damit das wieder... Irgendwie merke ich auch, die Soundqualität nimmt dadurch irgendwie ein bisschen ab, keine Ahnung. Deswegen, ich brauche einen neuen Mikrofonadapter. Leider gibt es die irgendwie nicht mehr zu bestellen. Ach, weißt du was? Zack, easy überholen. So, wir sind jetzt gleich in Gütersloh. Dann sieht man auch ein bisschen mehr, weil da überall Straßenbeleuchtung ist und so. Ey, da war Rüdiger, glaube ich, da war ein Rüdiger. Lol. Auf jeden Fall war da irgendein Motorrad, das sah aus wie ein Rüdiger, aber bei Dunkeln sieht man nicht so gut. So, Gütersloh, Kreis Gütersloh, ja nice. Jetzt wird es auf jeden Fall ein bisschen heller. Jetzt seht ihr auch mal ein bisschen was hier von der Kultur. Aber ich bin kack. So, Mikrofon scheint noch drin zu sein. Oh ne, da komme ich nicht mehr rüber. Is red. Rot ist, wenn rot ist.
Komm, kannst du wieder grün werden, der Typ ist schon weg. Komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, braver Junge. Obwohl das Filtern in Gütersloh eher wenig bringt, mach ich trotzdem. Zack, zack. Easy Filter, easy, easy Filterboy ist da. Achso, falls ihr euch fragt, ob ich so schnell, so mega schnell fahre, hier 70, ne, nicht 50. Also ganz so am Heizen bin ich dann auch nicht. Nicht wundern, ne? Dass ihr schreit, ne, du fährst viel zu schnell. Ich fahre ein bisschen zu schnell, ja, aber hier ist immer noch 70 und nicht 50. Ach komm, wieso nicht? Oh. Da muss ich wohl sagen, ach, vor dem Bus schaffe ich es noch. So. Ja, hätten wir das auch geregelt, dass ich über die Ampel rüberkomme. So, hier muss ich jetzt mal rechts abbiegen und dann bin ich gleich an der Schule da. Animal oder was? Schlafen die jetzt da oder was? Die pennen. Jetzt komme ich vielleicht nicht mehr über grün, Mano. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, easy going. Nee, Mann. Der kommt nicht mehr rüber, die blockieren den kompletten Dings. Vollidioten. Fahren alle auf der Kreuzung drauf. Guck mal, jetzt haben die grün. Wow! Und fahren auch alle raus. Oh, sind die schlau. Schlaue Menschen, ey. Man fährt erst, wenn die Kreuzung frei ist. So relativ frei zumindest, ey. Aber nein, guck mal, die sind alle, ey. Das ist doch behindert von denen, ey. Guckt euch das mal an. Guck mal, der Dings da hat auch grün, der Twingo, der da steht, ne? Und die nehmen ihm alle die Vorfahrt einfach weg. Ich habe jetzt auch grün, aber bringt mir nichts zu fahren, wenn die Kreuzung komplett verstaut ist. So, jetzt den Twingo lasse ich gerade rein. Jetzt kann man fahren, aber vorher doch nicht, Mann. Wenn man hier steht, ist das noch eine Sache, ne? Dann blockiert man nicht die ganze Kreuzung. Aber guck mal, der hinter mir auch, der Bus hinter mir ist auch rausgefahren. Jetzt blockieren die wieder alles. So, hier will ich links. Hier ist die Schule, yeah! Alter, ist aber ganz schön viel los hier. Wir haben eine Fahrt raus, du hohen Kanak, Alter. Ey, Alter, wie voll ist denn der Roller- und Motorradparkplatz? Junge! Ey, da muss man einfach noch einen Platz finden können. So, wo parke ich mich hier zwischen? Ja, komm! Hier, easy! Zu meinem Artgenossen, dem Roller! Bei dem Wetter war ich wohl nicht der Einzige, der sich gedacht hat, komm, ich fahre mit dem Zweirad. Schloss mal hier auch mal rein hier. Hoppala, falsche Richtung gedreht den Schlüssel. Ah, mach ich den ersten Gang auch rein? Ja, am besten sonst rollt die mir. Ist er drin? Ja. So. Ich
hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich schreie nicht so besonders laut rum jetzt. Wenn das der Fall ist, Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Motorrad, Leute.